Und weiter geht es mit unserem Weißen Haus. Heute werden wir noch eine Menge Kleinigkeiten bauen, bevor wir dann den krönenden Abschluss hier in Richtung Oval Office haben. So, wir fangen an. Wir haben hier oben noch einen Balkon, den wir fertig bauen müssen. Bevor wir den Balkon jetzt anfangen, müssen wir natürlich hier noch ein bisschen Licht haben. Hier ist es noch ziemlich dunkel. Dafür benutzen wir jetzt eine Seelaterne. Und diese werden wir dann einmal hier verstecken. Das heißt, hier ist einmal die Treppe. Laterne rein und dann einmal die Treppe drüber. So, dann haben wir jetzt so einen Lichtfall, den man nicht sieht. So, das bauen wir jetzt nach diesem Prinzip an jeder Säule. Das heißt, hier in der Ecke, achso, das war jetzt falsch, immer da, wo die Treppe ist. So, einmal da und dann mache ich einmal dort. So, einmal Laterne rein, dann einmal die Treppe rein. So, jetzt haben wir die Hälfte einmal zusammengebaut. Jetzt sieht man schon ein bisschen mehr. Und dann bauen wir hier einmal die beiden Laternen noch in den beiden Pfeiler rein. Jetzt nehmen wir einmal den Quarzblock. Dann gehen wir hier einmal zu diesem Fenster. Da haben wir hier einmal die Treppe. Und das ist einmal die Höhe vom Balkon. Das heißt, jetzt von hier aus ziehen wir das einmal bis zur Wand. So. Jetzt machen wir hier eine Umrandung mit dem weißen Block. Einmal so. Dann drehen wir uns. Dann haben wir hier zwei, zwei. Und dann einmal so entlang. Dann wieder zweier. Zweier, einmal so rum, von der Ecke aus bis zur Wand. Nach der Umrandung gehen wir jetzt einmal hier in der Ecke vom Fenster, hier. Machen einmal den Block weg. Dann haben wir hier einmal die Treppe und hier ist der Block. Dann ziehen wir den Block einmal bis zur Säule. Dann von hier aus nochmal zwei nach vorne, sodass zwei Blöcke sichtbar sind. Dann machen wir hier den nach vorne, den dahin und den einmal wieder weg. Und machen jetzt hier wieder ein Zweier. So haben wir jetzt zwei, zwei. Und dann kommt hier ein Einer hin. So. Jetzt machen wir hier aus dem Einer ein Zweier. Dann noch zwei Blöcke nach vorne. Eins, zwei. So, wenn man von der Säule guckt, sieht man wieder zwei Block. Das gleiche machen wir nochmal hier. Den nach vorne, den in die Ecke, der weg. Den nach vorne. Dann machen wir einen Einer hin. So. Zwei, zwei, eins. Dann gehen wir einmal so rum. Vom Einer aus zur Säule. So, eins, zwei. Ziehen das einmal rüber bis zur Säule. So. Dann haben wir hier einmal eine Umrandung gemacht. Das heißt jetzt hier hinter der Säule einmal von hier nach dort. Und das gleiche baut ihr natürlich jetzt einmal auf der anderen Seite genauso. Nachdem wir die Umrandung fertig haben, können wir jetzt komplett einmal die Innenfläche von dort nach dort einmal zu basteln. Boden drin. Jetzt machen wir noch eine kleine Änderung. Wir haben ja hier 2, 2, 1. Und jetzt werden wir hier die Zweierreihe bündig machen mit der Säule. Und werden dann hier den Einer um einen Block verlängern. Dann haben wir hier zwei, dann drei. Das machen wir auf der anderen Seite auch eben. Das geht eigentlich ganz schnell. So, da, fertig. Zwei, drei. Okay, nach der Änderung benutzen wir einmal einen Grasblock, eine polierte Andesit-Treppe und ein Eisengitter brauchen wir. Und natürlich Flieder und Rosenstrauß. Aber das dürft ihr euch auch aussuchen. Jetzt machen wir hier nämlich das Geländer dran. Das heißt, wir machen einmal hier vorne Eisengitter. Dann noch ein Eisengitter oben drauf. So, zwei übereinander. Dann gehen wir einmal hier hin. Dort werden wir einmal hier in die Ecke. Das wäre dann einmal eins, zwei, ab den dritten. So, bis wir dann hier einmal die Verbindung haben. So, dann auch hier wieder eine Reihe noch oben drauf. Hier auf der Seite haben wir auch das einmal so hoch gebaut. Hier würde ich einmal die Treppe wegbauen und einen ganzen Block hier machen, so damit das Geländer vernünftig aussieht. Von der Ecke haben wir hier immer noch so, also da könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich finde das dann ein bisschen besser, auch wenn das hier die Säule ist. Ne, aber da dürft ihr euch aussuchen, wie ihr das wollt, ob ihr das einfach so macht, fertig. So, dann benutzen wir einmal eine polierte Andesit-Treppe. Die machen wir nämlich hier einmal gegengesetzt davor. Das heißt jetzt einmal so. Dann ein Grasblock.
Dann wieder die Treppe davor. So, das gleiche machen wir hier auch. Das heißt hier einmal so rum. 3. Grasblock. 3. Natürlich hier machen wir dann eine Kurve. Einmal so oder einmal so, je nachdem. Und dann nehmen wir einmal einen Rosenstrauß. Der kommt einmal dahin, dort und dann mache ich hier einmal Flieder. Das muss man, ja gut, kann man sich aussuchen, wie man will, was für Blumen hinmachen. Ich mache das einmal so, damit die hier so ein bisschen noch über den Zaun gucken. So, dann haben wir hier die 3 Kübel. Auf der Seite müssen wir das natürlich dann auch machen. Unseren Geländer gebaut haben, bauen wir das hier oben auch. Da ist es natürlich anders. Hier wird das Geländer einmal hinter den Säulen gebaut. Das heißt, wir ziehen jetzt einmal das Geländer einmal so entlang. Dann einmal so. Und dann so zur Säule. Das gleiche machen wir hier auch einmal. Das heißt, jetzt hier haben wir das einmal so durchgezogen. Einmal runter und zur Säule. Dann gehen wir hier einmal zur Ecke. Dort werden wir einmal das Geländer so durchziehen. So, dann haben wir hier wieder einen Winkel. So. Und so. Fertig. Das gleiche machen wir hier auch nochmal. Von der Ecke aus hier. Entlang ziehen. Und dann einmal so. So. Fertig. Nachdem wir das einmal hier rumgebastelt haben, machen wir natürlich eine zweite Reihe noch oben drauf. Nachdem wir das Geländer hochgebastelt haben, nehmen wir jetzt einmal einen Kompostierer und einmal Tropenbaumblätter. So, hier oben haben wir ja weniger Platz. Das heißt, hier haben wir ja einmal diese Kübel gebastelt. Und jetzt zeige ich euch eine zweite Variation. Ihr könnt diese Variation natürlich auch hier unten hinbauen, wenn ihr euch besser gefällt. Hier oben mache ich die Variation, weil wir hier nicht so viel Platz haben. Das heißt, wir können den Kompostierer direkt 1, 2, 3, 4, 5 mache ich jetzt einmal hier hin. Oder ihr könnt auch hier Dreier machen, je nachdem, ist euer Geschmack. Und der Kompostierer berührt dann nicht den Zaun. So, das gleiche gilt dann auch für die Tropenblätter. Die können wir dann einmal so und einmal so entlang. Dann einmal die Ecke weg. Dann haben wir hier einmal so ein Kübel. Oder ihr könnt das auch hier dann so nach oben machen. Ihr könnt das auch hier einmal so trennen. Das könnt ihr dann bauen, wie ihr wollt, was euch am besten gefällt. Ich mache jetzt hier einmal so, wie ich das jetzt gerade hatte. So und einmal so. Okay, somit haben wir dann hier noch ein bisschen mehr Platz. Weil das mit dieser Art, die ich jetzt unten gebaut habe, wäre das dann zu viel Platzverschwendung. Aber wie ich schon sagte, natürlich könnt ihr das, wenn ihr euch das hier besser gefällt, hier unten auch noch hinbauen. Das gleiche machen wir hier auch dann. Einmal in der Ecke. Einmal 1, 2, 3. Dann hier wieder die Tropenblätter. So, einmal da lang. Weil direkt fällt das immer da rein. Einmal von der Seite immer machen. So. Dann haben wir hier auch oben einmal 3 Kübel. Den baue ich jetzt auch eben kurz. Okay, haben wir dann alles soweit geschmückt. Geländer ist dran. Jetzt machen wir hier oben noch die restlichen Fenster. Die sind eigentlich ganz leicht. Hier haben wir einmal die Höhe. Das heißt, hier ist die Treppe. Dann gehen wir einmal so rum. Und dann schlagen wir einmal hier rein. Und dann müssen wir eine Breite von 3 haben. So, dann haben wir hier 2. Dreier, 2. Okay. Das heißt, hier ist Treppe. Einmal hochziehen. Wie ich schon sagte, hier ist Treppe. Und dann haben wir hier eine Höhe von genau dort. Bis oben hin. Dort kommt nämlich dann die nächste Treppe. Und dann brauchen wir einfach nur noch hier einmal das türkise Glas einmal reinbasteln. Dann kommt das nächste. Das heißt hier natürlich mittig. Das heißt hier, warte mal, jetzt habe ich die Höhe vergessen. Hier ist die Höhe. Da einmal so entlang. Reinschlagen. 1, 2, 3. Zweier hier, Zweier dort. Okay. Dann einmal komplett bis oben hin. Treppe oben. Treppe unten. Glas rein. Und das letzte Fenster. Nachdem wir die Fenster reingebaut haben, benötigen wir noch einmal einen Notenblock. Dann werden wir einmal hier, wo die beiden Zweier rein sind, jeweils einen Notenblock hinbasteln. Wir nehmen Fichtennadeln. 2 Stück kommen dorthin. Das sind dann einmal nochmal solche Bäumchen. Hier einmal dort. 2 Stück, 2 Stück. Das war's. Jetzt machen wir hier noch 2 Lampen rein. Das heißt einmal hier in die Ecke. Seelaterne. Falltür. Dann einmal hier in die Ecke. Das heißt hier 2er, da der 2er. Dann einmal Seelaterne, Falltür. Dann haben wir hier einmal das Licht.
gehen wir hier unten hin. Da kommen auch die Lampen rein. Das heißt, hier genau in die Ecke schlagen wir einmal hier einen Block weg. Dann sehen wir hier unten den Blumenkübel. Dann können wir hier die Laterne reinmachen. Falltür drauf. Fertig. Dann einmal hier. Zweier, Zweier. Die Ecke. Blumenkübel. Seelaterne. Falltür. Und dann haben wir hier unten auch einmal Licht. Wir nehmen einmal unsere Quarztreppe. Wir gehen einmal hier zu dem Fenster und werden jetzt hier einmal die Treppe dorthin basteln. Das heißt, so diagonal von der Treppe aus, dann einmal die Treppe diagonal gegengesetzt. Das gleiche hier auch, Treppe dort und genau dort gegengesetzt, Treppe dort. Okay, jetzt werden wir noch eine Treppe so diagonal entlang bauen und einmal dort. Dann nehmen wir einmal glatten Quarzblock, ziehen den einmal so durch, fertig. Jetzt werden wir einmal, als erstes würde ich sagen, die gerade Reihe, das heißt 1, 2, 3, die ziehen wir jetzt einmal bis zur Straße, das heißt genau da, wo der Bürgersteig ist, genau dort, einmal nach oben, einmal wegschlagen. So, dass das von hier aus nach oben kein Block ist. Dann ziehen wir einmal die beiden Reihen noch nach vorne. Und dann werden wir jeweils auf der rechten und auf der linken Seite einmal die Treppen verlängern. Einmal so. Und einmal von unten. So. Dann die andere Seite. Fertig. Nachdem wir das Vordach gebaut haben, gehen wir jetzt einmal hier zu der Ecke vom Gebäude. Einmal den Stein nehmen. 1, 2, 3. Dann ziehen wir den einmal in die Länge bis zum Fenster. So. Dann nehmen wir einen Steinblock. Den bauen wir jetzt einmal hier rein. Und jetzt werden wir die beiden nächsten Reihen einmal wegbauen. Und durch einen Steinblock ersetzen. Jetzt nehmen wir Akazienblätter. Die bauen wir vor dem Gehweg als Hecke einmal so entlang, so, bis zum Fenster dort. Genau da, wo jetzt hier die Treppen sind, beim letzten Fenster, bis dort geht dann einmal die Hecke. Wir sind hier einmal beim Vordach, da haben wir jetzt einmal hier die lange Linie und dann von der Ecke aus, da wo auch die Treppe ist, machen wir jetzt hier vor, einmal mit den Akazienblättern, einmal eine Umrandung. So, die Umrandung geht dann einmal so weiter, ungefähr bis dort. Das heißt, wir übernehmen jetzt hier einmal die Hecke bis hier. Wo geht die hin? Da, genau. Dort. Und dann können wir hier erstmal die Hecke so weiterführen, sodass wir... Ja, wir sind ja schon gleich da. So. Genau so muss es dann aussehen. Nachdem wir die Seite gebastelt haben, auf der Seite müssen wir jetzt einmal noch das Maß festlegen. Das bedeutet, wir gehen jetzt einmal hier zu der Tür. Da werden wir jetzt einmal einen Grasblock reinbauen. So, zum Fenster hin. Das gleiche hier auch. So entlang. Grasblock rein. Ich weiß ja nicht, wie ich das in der letzten Folge gebaut habe. Auf jeden Fall machen wir dann hier eine Hecke hin. Gebäude. Einmal hier verbinden. Dann machen wir die Hecke hier auch einmal vom Fenster aus in die Länge. Achso, nicht in die Länge. Das geht dann auch bis zur Ecke. Das heißt, genau bis dort, wo das Gebäude ist, genauso weit geht dann einmal die Hecke. Jetzt erweitern wir die Hecke, so, bis wir dann hier mit der Hecke eine Linie haben. So, dann werden wir von der Ecke aus, den zählen wir mit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Block. So, 7. Dann gehen wir von der Ecke aus, ziehen wir einmal die Linie rüber oder übernehmen die Linie. So, dann passt das von der Ecke aus bis hinten hin. Und dann werden wir jetzt hier den Block einmal in die Länge ziehen. Nachdem wir das in der Länge gezogen haben, gehen wir jetzt einmal hier in die Ecke. Wir nehmen einmal einen Steinblock und jetzt machen wir einmal eine Steinlinie komplett einmal so entlang. Das heißt 13 Block. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13. So. 13 Block. Hier ist noch was frei. Das heißt, dann können wir hier einmal noch das verlängern.
Dann haben wir jetzt hier das Maß. Von der Ecke aus 13 und das ist dann von hier aus der Rest. Egal. Nachdem wir das jetzt einmal da hinten festgelegt haben, das Maß, können wir jetzt einmal von hier aus, so wie wir das hier gemacht haben, einmal die Hecke so entlang bauen. Und dann geht sie so weiter, bis wir da hinten die andere Hecke berühren. Jetzt nehmen wir einmal den Steinblock. Dann gehen wir jeweils zur Treppe. Dann ist hier einmal die Hecke. Dort werden wir einmal die Reihe wegschlagen. Steinblock reinbauen. Das gleiche hier hinten auch. Da ist die Hecke. Rausschlagen. Stein reinbauen. Jetzt bauen wir die Hecke einmal hinter den Stein. Einmal so entlang. Das gleiche hier auch. Hinter dem Stein. Einmal die Hecke entlang. Dann bauen wir die Hecke jeweils hinter dem Pfeiler. Das heißt, hier ist der Pfeiler. Dort machen wir die Hecke hin. Ziehen die einmal so entlang. Okay. Auf der Seite das gleiche. Pfeiler. Hecke. Berühren. Dann gehen wir einmal hier zu der Treppe. Dort machen wir jetzt diagonal. Von unten aus hier eine Hecke hin und werden die diagonal einmal in die Länge ziehen. Dann sind wir einmal hier angekommen. Dann seht ihr ja, brauchen wir nur noch einen Block hier machen. Dann haben die sich einmal berührt. Hier einmal das gleiche. Hecke unter der Treppe. Diagonal nach vorne ziehen. So. Wenn das mit der Säule dann zusammenpasst, ein Block dahin und fertig. Und jetzt werden wir einmal im inneren Bereich dieser Bereich komplett einmal ausbauen. Bis hier. Einmal so entlang. Hier komplett. Dort entlang. Dort entlang und dort. Und das wird alles jetzt innen drin ausgebaut mit unserem Steinblock. Tada! Jetzt haben wir hier einmal den Gehweg mit unserem Steinblock komplett einmal ausgebaut. Jetzt nehmen wir einmal ein Eisengitter und werden jetzt an den Ecken einmal hier und einmal dort das Eisengitter bis auf den Boden bauen. Nachdem wir das gemacht haben, machen wir hier einmal die Stufe weg, komplett, so, und ersetzen das einmal durch einen Steinblock. Jetzt werden wir einmal einen glatten Sandstein nehmen und machen jetzt hier einmal in der Ecke 1, 2, 3. So, dann haben wir hier einen Zweier und da einen Zweier. Das machen wir hier auf der Seite auch. 2 und dann 1, 2, 3. So, einmal die Bänke. Dann nehmen wir einmal ein Schild. Schild eurer Wahl. Ihr könnt dunkel nehmen. Ich nehme jetzt dunkel. Ihr könnt hell nehmen. Je nachdem. Jeder hat natürlich wieder einen anderen Geschmack. Dann nehmen wir einmal einen schwarzen Teppich. Den bauen wir jetzt einmal hier vorne hin. So. Und dann ziehen wir dann einmal von der Ecke aus. Also wir haben jetzt hier eine Breite von 5 gemacht. Und dann ziehen wir das einmal bis zum Fenster. Nachdem wir den Teppich reingebastelt haben, nehmen wir einmal grünen Beton. Bauen einmal die Mitte einmal weg. Grünen Beton dahin. Eichentür. Einmal dort. Einmal hier. Nach dem Eingang gehen wir jetzt hier einmal zur linken Seite. Wir nehmen einmal wieder unseren Steinblock. Hier haben wir ja eine Breite von 13. Von hier nach dort. Und jetzt machen wir noch die beiden Blöcke weg. Das heißt 14, 15. Dann gehen wir hier in die Ecke. Dann werden wir von hier aus nochmal 5 Blöcke reinbasteln. 1, 2, 3, 4, 5. Dann ziehen wir das einmal so in die Länge. Von der Ecke aus nach oben ziehen. Und dann werden wir einmal hier das Rechteck komplett einmal mit unserem Steinblock ausbauen. Nachdem wir die Fläche ausgebaut haben, gehen wir hier einmal zu der Ecke. Dort werden wir jetzt einmal 1, 2, 3 Steine entlang bauen. Und das hier wird jetzt ein Gehweg. Das heißt, der Gehweg wird jetzt eine Länge von 13 haben. Das heißt, wir haben hier den ersten, zweiten, dritten und das werden 13 Stück. 10, 11, 12, 13. So, 13 haben wir in die Länge gebaut. Jetzt die beiden noch. So, das ist ja der Gehweg und den bauen wir jetzt einmal komplett aus. Jetzt geht der Gehweg weiter. Das heißt jetzt von der Ecke aus wieder 3 Block, 1, 2, 3. So, das ist der Gehweg. Und den ziehen wir jetzt komplett einmal bis zur Straße. Das heißt jetzt von hier aus einmal so in die Länge.
Nachdem wir das gebastelt haben, machen wir natürlich hier vorne die Kante einmal weg. Ersetzen das einmal durch einen Steinblock. Oder ich würde sagen, hier machen wir dann einmal die Straße wieder hin, damit das optisch einigermaßen vernünftig aussieht. Genau so. Wir nehmen jetzt die Akazienblätter. Jetzt machen wir einmal eine Hecke von der Ecke aus, so entlang bis dort. Jetzt nehmen wir einmal einen Kompostierer. Den machen wir jetzt einmal dort in die Ecke und einmal dort in die Ecke. Dann einmal Tropenblätter. Das gleiche hier auch nochmal. Jetzt nehmen wir einmal die Sandsteintreppe. Wir gehen einmal in die Ecke. 1, 2. Und ab dem dritten, 1, 2, 3, kommt die Bank dahin. 1, 2, 3 freilassen. Ab dem vierten, 1, 2, 3. Dann jeweils einmal das Schild an der Bank. Jetzt werden wir einmal den Gehweg, den wir hier haben, das heißt hier, wo der Eingang ist, haben wir ja auch einen Weg. Und den ziehen wir jetzt komplett bis zur Straße durch. Flutsch, und wir haben den Gehweg reingebastelt. Hier werden wir natürlich hier einmal die Steinstufe mit dem Steinblock ersetzen, damit das optisch vernünftig aussieht. So und so. Tada! Dann gehen wir einmal hier hinten hin. Da machen wir auch den Gehweg natürlich mit unserem Steinblock. Jetzt auf der rechten Seite werden wir einmal die Hecke von hier aus einmal verlängern bis zur Straße. Jetzt werden wir einmal den Gehweg, den wir hier haben, verlängern. Einmal bis zur Straße. Das wäre einmal von der Ecke aus. So entlang. Dann bauen wir natürlich alles wieder aus mit unserem Steinblock. Nachdem wir den Gehweg ausgebaut haben, werden wir auch hier wieder die Stufe wegmachen und durch einen Block ersetzen. Jetzt nehmen wir einmal einen glatten Quarzblock. Wir gehen einmal hier in die Ecke. Wir zählen einmal ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ab den 9. machen wir einmal einen Block weg. Den ersetzen wir hier durch einen weißen Block. Und dann machen wir einmal eine Länge von 13. Das heißt, das ist der erste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Die Blockreihe wegbauen. Quarzblock reinbauen. Dann eine Breite von 7. Das heißt, das ist der erste. Zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte. Block reinbauen. Dann haben wir hier einmal ein Rechteck. Das heißt, wir gehen einmal so in die Länge. Von der Ecke aus ziehen wir das nach oben. So. Dann einmal hier die ganze Fläche, die Umrandung reinbauen und dann einmal die Innenfläche mit dem weißen Block ausbauen. Haben wir einmal das Rechteck weiß ausgebaut, nehmen wir jetzt einmal eine Dorit-Mauer. Die machen wir jetzt einmal jeweils an den Außenkanten. Dann haben wir hier eine Breite von 3. Und ab dem vierten machen wir einen Block dorthin. Von der Ecke das gleiche. 1, 2, 3. Ab dem vierten ein Block. Dann haben wir automatisch wieder einen Dreier hier. Das machen wir natürlich gegenüberliegend genauso. Einmal hier und einmal dort. Ne, das war falsch. Dort. Jetzt werden wir die Pfeiler oder die Pfosten 6 Block in die Höhe bauen. Das ist der erste. Und dann einmal 6 Block. 2, 3, 4. 5, 6. Einmal alle Pfeiler nach oben bauen. Nachdem wir alle Pfeiler reingebastelt haben, nehmen wir jetzt einmal eine weiße Glasscheibe. Die bauen wir jetzt einmal hier an der Seite, so entlang. Hier hinten komplett, einmal so. Hier und einmal dort. Dann einmal noch die Seite. Hier vorne bleibt alles frei. Wir werden jetzt einmal die Scheiben, die wir jetzt hier haben, einmal in die Höhe bauen. Aber nicht komplett 6, sondern nur 5. Das heißt jetzt hier, da ist der 6. Und ab hier bauen wir aber die Glasscheiben komplett nach oben. So, bis dort. Nachdem wir das Glas reingebastelt haben, machen wir einmal auf dem Pfeiler eine Stufe. Die ziehen wir jetzt einmal komplett so als Umrandung über die Pfeiler oder Säulen oder wie man das auch beschreiben soll. So. Fertig. Jetzt teilen wir das auf, dass wir jetzt einmal hier freilassen, Stufe, freilassen,
Stufe. Dann ziehen wir das einmal nach hinten. Nachdem wir das in die Länge gezogen haben, drehen wir uns einmal so rum. Jetzt werden wir von hier aus einmal freilassen. Block, frei, Block, frei, Block. Immer so weiter. So und so. Dann haben wir hier einmal das Muster. Dann brauchen wir einfach nur noch hier von dort aus so nach hinten ziehen. So. Und dann immer so weiter. Dann haben wir hier einmal ein Schachbrett. Fertig. So, dann haben wir das Dach fertig. Das ist ja so ein Pavillon oder was das ist. Dann nehmen wir einmal Kompostierer. Den machen wir einmal hier in die Ecke. Einmal dort in die Ecke. Dann einmal Tropenblätter. Dann machen wir jetzt hier in der Mitte eine Bank hin. Das heißt einmal hier. So, Schilder. Und fertig ist unser Pavillon. Nachdem wir den Pavillon gebaut haben, müssen wir hier einmal den Garten ein bisschen ändern, weil der Pavillon genau mittig von diesem Garten sich befindet. Das bedeutet, wir werden jetzt hier als erstes vom Pfeiler aus, das wäre einmal hier, ziehen wir jetzt einmal 12 Blöcke in die Länge. Das heißt, ich mache das jetzt nur als Markierung. Das heißt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und das ist die 12. So, das bedeutet, von hier aus müssen wir den Garten, den wir hier gebastelt haben, seht das so als Muster, den müssen wir jetzt rüberziehen auf die Seite. Wir nehmen einmal die Schaufel. Das heißt, wir haben ja jetzt hier einmal das. Und hier die 12er Seite wäre dann einmal dort. Das heißt, ich ziehe das jetzt hier einmal so in die Länge, damit ihr es einmal so mitkriegt. So, dann haben wir es einmal in die Länge gezogen. Dann haben wir hier einmal eine Breite von 1, 2, 3, 4, 5. Das kann einmal wieder weg. Dann gehen wir von hier aus wieder zurück. So. Nachdem wir drüben angekommen sind, machen wir hier einmal die Hecke hin. Dann können wir hier einmal die Hilfslinie wieder wegmachen. Und dann haben wir hier einmal das Muster. Und ihr müsst jetzt einfach nur noch das, was wir hier gebastelt haben, einmal rüberziehen auf die Seite. Tada! Und wir haben jetzt einmal das Feld hier übernommen. Das bedeutet, wir werden jetzt hier in der Ecke einen Gehweg machen. 1, 2, 3, 4. Den ziehen wir komplett einmal in die Länge. Haben wir den Gehweg ausgebaut, dann machen wir jetzt hier eine Umrandung mit der Hecke. Einmal so. Und einmal von hier aus in die Länge. Fertig. Jetzt müssen wir nur noch hier einmal das, was wir hier gebastelt haben, mit Gehweg komplett wegbauen und durch einen Rasen ersetzen. Tada! Und wir haben es komplett jetzt einmal ausgebaut. So sieht es auch dann in Original aus. Hier einmal den Garten, dann einmal die Wiese, mittig ist dann einmal der Pavillon und dann ist hier einmal der nächste Gartenbereich. Nachdem wir das jetzt original, aber wirklich original nachgebaut haben, nehmen wir einmal eine Seelaterne. Wir gehen jetzt einmal hier hin, machen jetzt hier einmal die Laterne dorthin, einmal dahin, nehmen einmal eine schwarze Stufe, einmal dort, einmal hier, dort und einmal da. Dann nehmen wir einmal die Falltür. Die bauen wir jetzt einmal an den Seiten. So, dann haben wir jetzt hier einmal eine Laterne. Das gleiche machen wir hier auch. Und dann haben wir hier auch wieder ein bisschen Licht. Tada! Und wir haben die Folge beendet. Heute kam wieder mal eine etwas längere Folge. Dafür haben wir auch wieder eine Menge geschafft. Hier werden wir in der nächsten Folge noch ein paar Bäume reinbauen, damit wir auch hier den perfekten Abschluss haben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Bäume hier rein und dann hier diesen Gartenbereich. Dann haben wir hier hinten auch alles soweit fertig. Ich wünsche euch erstmal wieder viel Spaß beim Bauen und wir sehen uns dann wieder bei PlayStemple.